Nachdem jetzt meine Raspberries nicht mehr als Media Center dienen, sind die ein bisschen arbeitslos geworden und ich habe eine neue Aufgabe für die gesucht und dazu wollte ich mir Kali Linux darauf installieren. Und das gehe ich jetzt mal gemeinsam mit euch hier einfach durch. Ich bin jetzt hier oben auf der Seite offensivesecurity.com und hier gibt es schon vorpräparierte Images für den Raspberry Pi. Ich habe jetzt den Raspberry Pi 3 und entsprechend suche ich mir hier das richtige Image heraus. Hier sehe ich jetzt also den Punkt Raspberry Pi Foundation und da gibt es verschiedene Pakete und ja, man kann da das größte nehmen. Hier gibt es zum Beispiel das Kali Linux Raspberry Pi 3, 64-Bit, hat hier ungefähr 1 GB oder hier auch Kali Linux Raspberry Pi, auch mit 1 GB. Das kann man hier mit einem Klick dann direkt downloaden. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet, damit ihr hier nicht warten müsst. Und was man dann noch braucht, ist das Programm Win32 Disk Imager. Das verlinke ich euch natürlich. Und am Ende habe ich dann diese Image-Datei, wenn ich hier was runtergeladen habe, die muss ich noch entpacken mit 7-Zip und am Ende habe ich diese Image-Datei dann. Also so lange entpacken, bis ihr diese Image-Datei habt. Auch das zeige ich jetzt nicht im Detail, das kriegt ihr mit 7-Zip schon hin. Dann muss ich mir hier den Datenträger auswählen, auf den es installiert werden soll. Das gibt es jetzt hier bei mir nur einen, das ist die MicroSD-Karte vom Raspberry Pi. Und dann kann ich hier einfach sagen, schreiben. Und damit wird das dann draufgeschrieben, das dauert eine Zeit lang. Das habe ich jetzt auch schon vorbereitet, aber ja, ich denke mal, so weit kommt ihr alleine. Was ich dann als nächstes mache, das spielt sich jetzt nicht mehr am Bildschirm ab, sondern das spielt sich jetzt quasi hier im, ja, ich filme es jetzt nicht, aber ich stecke einfach die Karte in den Raspberry Pi 3 rein und dann starte ich den mal. Und schließt den gleichzeitig ans Netzwerk an. Das sind die zwei Voraussetzungen, also am besten Netzwerkkabel rein und MicroSD-Kabel rein. Wo ich jetzt selbst gespannt bin, ist, komme ich da mit SSH schon direkt drauf? Ist das schon aktiviert? Oder muss ich erstmal ein HDMI-Kabel anschließen und das aktivieren? Das sehen wir jetzt gleich und dann auch wieder mit Bild. So, wie kann ich jetzt gucken, ob sich das Gerät im Netzwerk angemeldet hat? Dazu bin ich jetzt in meiner Fritzbox in der Netzwerkübersicht. Und hier sehe ich dann praktischerweise das Gerät, das Kali heißt. Das wird es dann wohl sein. Man könnte jetzt hier draufklicken, da scheint die Fritzbox einen kleinen Bug zu haben und leitet da nicht richtig um. Deshalb interessiert mich hier hinten die IP-Adresse, die er hier vergeben hat. Damit das Gerät in meinem Netzwerk immer die gleiche IP-Adresse hat, gehe ich mal hier hinten auf Bearbeiten und sage, dass er immer die gleiche IP bekommen soll. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig und wenn man es woanders anschließt, hat es auch wieder eine andere IP, aber das ist jetzt hier mal ganz praktisch. Muss ich nicht immer nach der IP suchen. Ich kopiere mir jetzt also die IP hier mit einem Rechtsklick und kopieren raus oder merke mir die einfach, kopieren mag ich nicht so sehr. Und jetzt mache ich mal PuTTY auf. PuTTY-Exe auf und 112.168.0.125 war die IP. Und wenn ich diese Abfrage hier kriege, dann weiß ich schon, okay, SSH ist wohl aktiv. Ich bestätige das mit Ja. Und ich glaube, das Standardpasswort am Anfang ist root und dann root einmal rückwärts. Also Tor, Tour. Jawohl, das hat gepasst. Und jetzt ist wohl noch wichtig, das will ich euch jetzt nicht vorenthalten, die SSH-Keys einmal neu zu generieren. So, das funktioniert folgendermaßen. Einfach diese Befehle hier absetzen. So, das war's auch schon. Und hier kann ich dann einfach den SSH-Service einmal durchstarten. Ich bin mal gespannt, ob ich rausfliege. Scheinbar nicht. Okay. Trotzdem werde ich mal eine Neuverbindung versuchen, was er dann mir erzählen will. 112.168.0.125. Ja, und jetzt müsste ich hier einen neuen Key haben und das passt auch, denn die Meldung ist ja gekommen. Also hier einmal mit Root rein. So, da bin ich jetzt erstmal drin. Das heißt, ich muss das Gerät auch gar nicht weiter anschließen an irgendwie HDMI-Monitor oder sowas. Jetzt läuft auf meinem Raspberry Pi Kali Linux und das ist so gesehen schon mal ganz praktisch, denn ich kann jetzt zum Beispiel eine schöne WLAN-Antenne dran machen mit einem schönen Atheros. Chipsatz, der den Monitor-Mode unterstützt. Und damit kann ich dann so ein bisschen gucken, ob mein WLAN denn auch sicher ist. Schön ist natürlich, der Raspberry Pi eignet sich da besonders gut für, weil der halt schön klein ist und wenig Strom braucht. Notfalls mit einer Powerbank betrieben werden kann und ja, ich den einfach irgendwo ins Eck stellen kann. Aber das schauen wir uns im nächsten Video an, wie ich jetzt zum Beispiel mein WLAN damit angreifen kann.